Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer weiteren Folge Retro Panda quält sich. Und heute ist mal wieder ein Gameboy-Klassik-Spiel dran. Und zwar der Neo Super Mario Bros. Hat sich dieses Spiel gewünscht. Days of Thunder. Ich habe so einige Befürchtungen. Ich habe nämlich mal ganz kurz während eines Jahresrückblickes reingespielt. Ich habe ja so ein paar Videos gemacht, wo ich so ganz kurz alle Spiele, die in diesem Jahr erschienen sind, gezeigt habe. Und da war das dabei und ich habe es nicht gut in Erinnerung. Aber wollen wir mal reinschauen. Ja, auf jeden Fall, falls ihr auch einen Spielewunsch habt, bitte einfach in die Kommentare rein. 8-Bit oder 16-Bit. Ich schreibe mir jetzt alles auf eine Liste und versuche das dann nach und nach abzuarbeiten. Seid mir also nicht böse, wenn es nicht sofort umgesetzt wird. Ich habe ein paar Sachen draufstehen, aber so nach und nach, ne? Mühsam an der Ziel das Eichhörnchen quasi. Ja, Days of Thunder. Ich habe an diesen Film sehr gute, aber zumindest Erinnerungen, sagen wir es mal so. Und zwar war es einer der ersten Filme, den ich mit meinen Eltern damals abends gucken durfte. Also so Hollywood-Filmmäßig. Zumindest an dem ich mich erinnern kann. Und zwar lief er, glaube ich, auf Sat.1. Kann das sein damals? Nicht sicher. Da haben sich wahrscheinlich meine Eltern gedacht, hey, es geht um Autorennen. Da kann man bei den Lutten nichts falsch machen. Darf der mitgucken. Ja, ich habe den eigentlich auch relativ gut in Erinnerung. Ich habe den aber seitdem, ich glaube, nicht mehr wirklich bewusst gesehen. Es geht um NASCAR-Rennen. Blablabla, bla, das übliche, Konkurrenz und so weiter, glaube ich. Aber mal gucken, was davon hier in dem Gameboy-Spiel übrig geblieben ist, würde ich sagen. Ja, schauen wir mal rein. Ja, kann man Musik mitmachen, oder? Hat man schon mal eine super Bassline. Uts. Ich sollte Musiker werden, glaube ich. So machen wir das. Ja, schauen wir mal. Eine ganze Season, würde ich sagen, farmen wir nicht unbedingt. Dann machen wir mal Enter Race. Ja, Practice. Ja, Daytona. Das ist ja, glaube ich, so dieser Klischee-Kurs. Ich glaube, NASCAR-Rennen, die sind aber alle so im Kreis oder Oval angeordnet. So. Glaube ich. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich bin in dem Sport, was NASCAR angeht, nicht unbedingt der Profi. Willkommen zu einer Sendung Panda macht Musik. Gefällt mir. So, ich würde sagen, ihr ja, Practice Qualify oder Practice. Ha. Ich würde sagen, qualifizieren wir uns gleich. Press A to qualify, ja. Hübsch. Ja, sie haben anscheinend 3D versucht. Oh, die Steuerung. Die Steuerung ist fies. Sie haben es 3D versucht. Das ging natürlich nur so mit Strichen. Aber da kann man nur mit Fantasie, glaube ich, eine vernünftige Strecke erkennen. Also so, man kann sich so ungefähr orientieren, was die Bande sein soll oder so, aber puh. Ha. Da wurde, glaube ich, dem armen System zu viel zugemutet. Gott, oh Gott. Warum denn nicht sowas wie F1 Race oder sowas, was wirklich schaffbar ist? Warum muss man denn so eine Art Pseudo-3D hier machen? Ich bin gut über den Motorensound, da will ich mich gar nicht drüber aufregen. Das ist so auf den Gameboy. Was will man da toll an Motorensounds rausholen? Ne? Da, mit dem Sprachchip ist da nicht viel möglich, würde ich sagen. Na gut, ist natürlich jetzt auch so NASCAR. Wie ihr seht, ich gucke gerade gar nicht hin. Das fährt sich quasi von alleine, weil man. Oh. War doof, merkst du selber, ne? Ich wollte eigentlich sagen, weil die Strecke halt nicht sehr anspruchsvoll ist, weil sie rund ist, aber so ab und zu muss man anscheinend doch hingucken. Ich mach mal Positions, keine Ahnung. Kann ich nicht. Versuche ich mal das andere Practice. Oh. Ach, Boxenstopp gibt's auch. Okay. Ja.
Zack. Ach, da muss ich hier die einzelnen Bewegungen machen, schnell. Ja. Genau, den Reifen weg. Den Reifen ran. So, dann das weg. Dann genau die andere Seite. Der Wagen ist wieder runter. So. Ich drücke einfach mal genau den Reifen ab. Dahin. Den neuen Reifen dran. So. Mach den Reifen ab. Keine Ahnung, wie das geht. Zack. Und zack. Und den Wagenheber weg. Und los. Ich sollte in der Formel 1 anfangen. Ich kann das so gut. Ja, ich befürchte, das können wir nicht. Wir müssen uns echt qualifizieren. Deswegen versuche ich das jetzt nochmal. Weil es ehrlich gesagt... Also ich gucke jetzt mal wirklich auf die Strecke. Ne? Also wenn ich so in die Kamera gucke, dann gucke ich nämlich nicht auf den Bildschirm. Aber es ist und bleibt nicht sehr anstrengend. Boah, das konnte man jetzt aber voll schlecht erkennen, fand ich. Dass das so eine Trennung war. Also man braucht echt Fantasie. Da kann man gar nicht vernünftig erkennen, was jetzt Strecke ist und was nicht. Ich glaube, ich bin jetzt gerade so in die Pitstop-Gasse, wie heißt das hier? Hier bist du in Reifenwechselgasse und sowas reingefahren. Weil diese Trennwand war vielleicht pixelbreit, wenn überhaupt. Guck mal, ob bei Practice, ob das was anderes ist. Weil ich wollte ja eigentlich auch mal mit Gegnern fahren, aber anscheinend muss ich mich dafür qualifizieren. Also, das Geschwindigkeitsgefühl, das kommt ja echt super rüber. Super, muss ich sagen, ne? Boah. Auch die fetzige Musikuntermalung. Ist gelungen, würde ich sagen. Immerhin haben wir aber die Karte mal eingeblendet, dass man zumindest theoretisch weiß, dass es gleich eine Kurve muss. Jetzt bin ich so auf der Geraden, jetzt kann ich wieder in die Kamera gucken. Hallo, ihr fantastischen Leute. Ne? Das meine ich damit. So, auf den langen Geraden muss man eigentlich nichts machen. Also zumindest, wenn jetzt keine Gegner da sind. Ja, also ich meine, gut... Einerseits kann man den ja wirklich, hey, sie haben 3D versucht auf dem Gameboy, aber bevor man sowas halt dann auch entsprechend so schlecht umsetzen muss, weil die Technik halt einfach nicht da ist, dann malt doch das Spielkonzept doch etwas anders, oder? Also so sehe ich das zumindest. Nee, und die Hochkurve. Was ist die Straße, was nicht? Keine Ahnung, Hilfe? Es fliegen Linien auf mich zu? Ja, so, das haben wir eine Gerade, jetzt können wir uns wieder ausruhen. Boah, das ist die zweite von drei Runden, ne? Das ist so langweilig. Wie gesagt, das Geschwindigkeitsgefühl, top. 1A. Gibt nichts Besseres, 10 von 10. 11 von 10 Punkten würde ich vergeben sogar. Ich vermisse die Musikbox vom Menü. Dut, 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 dut. Ich dachte, ich fahre gegen die Wand, aber... Ja, also ich will jetzt mal das Qualify-Rennen noch abschließen, dass wir vielleicht in das richtige Rennen kommen. Außer ich fahre jetzt wieder gegen die Wand. Ja, was ist da jetzt? Strecke. Es ist nicht so eindeutig. Jetzt haben wir die Gerade. Hallo. Kurve. Also mit anderen Autos kann ich mir es etwas spektakulärer vorstellen. Ja, ich fahre nicht gegen die Bande mal ausnahmsweise. Ich bin ja Rennspiel-Profi, ne? Also alles kann ich perfekt beherrschen. Nicht, dass ich hier nur irgendwo gegenfahre. Ich will ja euch das Rennen zeigen. Auch wenn ich da wahrscheinlich dann gleich in der ersten Runde gegen irgendwie gegenklatsche. Damage high. Ja, komm. Die kleine Runde musst du noch überstehen, glaube ich. Ja. Ey, ich habe kein Gas gegeben. Hm.
Wo waren die Ziel? War hier nicht die Ziellinie? Nee. Okay, jetzt noch die eine Kurve. Dann haben wir es eventuell geschafft. Ich versuche es mal ganz vorsichtig und ganz langsam zu fahren. Damit ihr nicht zu sehr enttäuscht seid. Nein! Ich war vorsichtig! Das schiebe ich jetzt auf das Spiel. Das Spiel ist schuld. Das hat ja auch keine Lust mehr. Also nochmal probiert den Mist jetzt nicht. Entschuldigung, guckt euch irgendein Longplay auf YouTube an. Ich kann euch leider kein richtiges Rennen zeigen, weil das, am Spiel liegt das. Nicht an mir, am Spiel. Ansonsten, vielen, vielen Dank für deinen Wunsch auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn ihr auch Wünsche habt, einfach in die Kommentare rein. Und ansonsten, vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut, tschüss.